Spürst du, wie die Zeit vergeht? Stehst du hier? Und du hörst nicht auf zu lachen, die Welt gehört dir. Und der Rest deines Lebens beginnt. Thank you.
Mir geht's gut, denn ich darf heute Abend, den ganzen Abend, die nächsten drei Stunden neben ihm stehen. In meinem persönlichen, mein jüngsten Lieblingsarzt, Rodrigo González. Ja, hier ist eine subtile Botschaft für dich. Hi Bela, ich bin verdammt gut im Bett, ich kann tagelang ausschlafen. Das kann er auch! Vor die Uhr nach! Und ich habe noch den Vorteil, dass ich Bela auf unser tagelangen Busfahrt die Hand halten kann. Und auch noch auf der Bühne. Ich muss ein paar Standardfragen stellen, das ist so, das sieht die Musikergewerkschaft vor. Die erste ist, hey, yeah! Abgehakt. Seid ihr gut drauf? Auf wen habt ihr gewartet? Oh, der läuft noch nicht so gut. Bela, du musst noch mehr Diktator rauskehren lassen. Auf wen habt ihr gewartet? Geht doch. So grundsätzlich sind Fragen von uns immer zu bejahen. Seid ihr gut drauf? Aber nicht einfach nur bejahen, sondern Sir, ja, Sir! Sir, wo ist der Gruß? Seid ihr gut drauf? Sir, muss ich erst böse werden? Sir, ja, Sir! Also, geht nicht. Das ist doch hier ein Cottbus. Da muss das doch geben. Wir haben heute Abend 14 Lieder dabei, davon spielen wir 8 in der Zugabe. Das heißt, wir haben jetzt noch... Eins, glaube ich, wenn ich nicht mehr gezählt habe, bevor wir von der Bühne gehen. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Aber wir zeigen euch danach mal einen duften Film. Wahrscheinlich, das ist so ein normales Konzert, wo man Eintritt zahlt, dann kriegt man eine runde Show geboten von Leuten, die geprobt haben. Und dann geht man zufrieden nach Hause eine Stunde später. Ich muss euch einerseits enttäuschen, andererseits auch. Naja, zufrieden nach Hause, ja. Zufrieden nach Hause schon, weil wir haben ja noch nichts vor. Okay, also, bei uns ist das ein bisschen anders. Wir reden sehr, 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 sehr langsam, sehr viel. Und wir spielen auch mal ein Lied zwischendurch, wenn wir Lust haben. Ort, hast du Lust? Wir reden noch mal ein bisschen. Okay, ich rede noch ein bisschen. Und wir machen total Blödsinn mit euch, wie irgendwelche Laolas, wo ihr mit geschlossenen Augen in die Knie gehen müsst und ein imaginäres Stück Papier vom Boden auf. Das kommt alles noch später. Jetzt vielleicht einfach mal weiter mit einer 8 an. Vielleicht kann ich ja noch 1:1 die Busreise hier hin erzählen. Das wäre schön. Das also es fing an um 10 Uhr früh. Es fing an ziemlich abgelöst. Das könnte man ein Lied machen. Genau, und ich erwachte. Das erste, was ich dachte, war 8 an Abel. Aha, schau mich an. So zur Putzfrau, ja. Ich bin der Mann, der alles kann. Oh, I'm gonna go.
wenn ich dich nicht habe. So zu machen, wenn wir uns treffen, wie das für mich eine andere Kerl. Eine Frau, die mich nur nicht liebt. Was soll ich tun, wenn ich dich nicht liebe? Ich weiß, es lasst mich jetzt besser nach Hamburg fahren.
zum Tempelland. Und meistens nach der Zündschnur lang. Du bist ein Programm, bringst dich nicht so einfach nach der Stadt. Und schützt die Fahne. Bezeichnet Stefan.
Konzept. Das ist nicht schlimmer. Wenn es gut Reaktionstest. Wir haben ihn schon mit viel Erfolg in einigen kleineren Städten durchgeführt. Mal sehen, wie ihr reagiert. Positiv oder negativ? Ich kann es nicht sagen. Ja, ich würde mal sagen, so ein paar haben mich einfach erschreckt. Da gibt es hier gleich eine Maus. Ah, nee, mach die Töne. Das geht auch in total enthusiastisch, also haben wir jedenfalls schon erlebt, ja. Aber so eine typisch deutsche Angewohnheit scheint zu sein, dass wenn man sich freut, dass man gleich so einen Arm reckt. Ich finde das bedenklich. Kann man nicht auch einfach so brüllen? Ah! Nee, muss man gleich. Ah! Oder gleich noch. Ah! Oder. Ich will es jetzt gar nicht vormachen, ja? Okay, aber egal. Wir haben unser BH. Wir haben eigentlich alles erreicht, oder? BH, Schlipper. Ja, schlimmer. Haben wir die Kohle schon kassiert? Patty, haben wir die Vielleicht, jetzt weiß ich, was mich daran so ein bisschen stört. Das klingt so ein Hauch geheuchelt. So, hallo, wir tun dem alten Herrn den Gefallen, wenn auch irgendwie, dass ich Haare schreie. Das ist nicht dasselbe wie so ein tief empfundenes. Oh. Also, stellt euch vor, 4 Wochen lang Verstopfung und dann geht's wieder. So, dieses Geräusch. Nein! Das schmeckt sich mir noch mal. Das ist Geräusch, was unsere Kroma macht am Ende von der Tour. Ah. Okay, vielleicht hätte ich ein anderes Geräusch. Also, stellt euch... Nee, stellt euch lieber nicht vor. Ich habe vorhin gesehen, da war ein sehr, sehr junger Mensch auf den Schultern wahrscheinlich seines Vaters oder seines Großvaters, sieht man ja nicht aus der Entfernung. Und mit Rücksicht auf dich, ich nehme an, du heißt Kevin. Mit Rücksicht auf dich werde ich das jetzt mal nicht aussprechen, was ich gerade gedacht habe. Stellt euch da noch was unsagbar Schmutziges vor. Ja, da ist er!
kaum die Seitenwechsel hingehen, brauchen wir so lange Applaus, bis ich heil da drüben angekommen ist und Rott hier. Also bitte. Ich bin nur noch frei,
oder wenn er so richtig dicht sind, holen wir die Safeties aus. Auch Kabel wird da gemacht. Und treiben folgendes Spiel. Ich bin der lachende Vagabund. Aber jetzt werde ich eure Herz mitführen. Für nur 2,5 Minuten. Ich weiß, du wirst mich vermissen. Deine Geige wäre, wenn wir uns grüßen. Ich habe es einfach nicht gewusst. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schwerer. Und ich bin nur einmal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer.
hat ihren Platz eingenommen. Bitte nicht allzu einfach. Ich hab meine Worte nach 30 noch schlimmer. Du bist nur ein und ein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Doch ist das den nächsten Tag. Wenn du uns in deine Lösung hast. Ich kann es nicht mehr. Doch ich liebe nur dich allein. Ich weiß, du wirst mich vermissen. Ich vermisse dich im Herzen, am Witz auf die Geigen vermisse dich zu küssen. Ich glaub, die Welt ist nicht schön. Ich hab meine Worte ab, als ich noch schlimmer. Du bist noch einmal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Doch das Gefühl mit dir. Und uns entgeht eine Lüge. Was sagst du nicht? Da geht mein Baby und sie ist nicht mehr allein. Doch wenn sie glaubt, dass sie einfach so den anderen lieben kann, ist sie irgendwann. Was vergeht eigentlich dann? Das werde ich unter Winden mehr sein. Bitte, bitte, damit sie zurückkommt. Dann werde ich sie verwöhnen. Wenn du noch dran mich denken würdest, wird ihre Liebe schenken. Das ist schön, 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 das ist schön. Frau Bundeskanzler, ich weiß, Sie sind deine Frau. Und wegen etwas spielt der Buch schon wieder die ganze Welt, dass sie korrupt ist. Dumme, dumme, alte Sau. Wieder schließen oder es einfach zu schießen. Dann so kommen, sie kann
Stand auf dem Verkehr, wir wird es nicht mehr geben. Wir werden alle überleben und wenn Verschmutzung die Welt nicht mehr erhöht. Thank you.
diese unglaubliche Bühnenshow überhaupt erst möglich gemacht haben. Grüßen nach Avon, würde ich sagen. Gut, kommen wir nun zu etwas funkigerem, oder? Ja, etwas ernsthafterem. Der Funk, meine Damen und Herren. Der kleine Ungeliebte, missachtete, aufgetreten und bespuckte Bruder des Punkrock. Bruder? Brüderchen. Neffe. Neffe? Der Bruder ist der Jazz. Ach so, scheiße, du hast recht, siehst du? Ich kenne mich in den Familienfragen nicht so aus. Jedenfalls, der Funk. Wisst ihr, wovon wir reden? Ist Funk hier nicht so angesagt in Cottbus, oder was? Moment, Rott, bis heute. Heute ist die Stunde Null. Heute wird Funk in Cottbus reüssieren, wie nicht gut ist. Der Funk ist eine Musikrichtung, die den Arsch zum Wackeln bringt. Also wenn ihn Funk-Musiker spielen, wenn wir ihn spielen, dann bringt er den Arsch eher zum Lachen. Und das geht ungefähr so. Scheiße klingen, dann ist das halt so. Müsst ihr jetzt 5 Minuten lang durch, wir spielen die Extended Version. Und aber ihr könnt uns helfen, das Lied ein bisschen erträglicher zu gestalten, indem ihr mitsingt. Und zwar nicht irgendwas, sondern einen extra für euch heute noch zu erfindenden Text. In dem Augenblick, wo wir pflegeleicht singen, könnt ihr ja zum Beispiel den Namen eurer schönen Stadt so halb singen und halb buchstabieren. Also C-O-T-T-Bus zum Beispiel. Das klingt dann so. C-O-T-T-Bus. Kriegst ihr das hin oder ist das ein bisschen zu anspruchsvoll? Ihr könnt doch machen. Keins von beiden. Wer ist für C-O-T-T-Bus? Wer ist für Okay, dann macht die eine Hälfte das eine und die andere Hälfte das andere. Scheiße, ich mir gar nichts. Also, das geht. Pflegeleicht. Das geht so nicht. Wir müssen das nacheinander machen. Also vielleicht erst die C-O-T-T-Bus und dann die anderen. Pflegeleicht. Vielleicht sollten wir das noch genderspecific mal, also geschlechtsspezifisch aufteilen. COTT muss ich sagen, mal, die Frauen sind ja grundsätzlich intelligenter, deswegen das Buchstabieren für die Ladies. Kleiner Tipp, wenn ihr Sex haben wollt, sagt immer so absurde Sachen, wie die Frauen sind intelligenter als die Frauen. Okay, also die Frauen, COTT muss. Pflegeleicht. Die Typen. Könnt ihr jetzt wirklich mal die Faust drängen, das klingt es gleich noch ein bisschen. Vielleicht ist das wieder so. Ich hoffe, dass die Ladies genauso laut werden wie die Männer und ich hoffe, dass ihr das alles in Time hinkriegt, weil wir fangen jetzt an. I'm
Genau, nächstes Mal machen wir das komplette Alte Testament. Pflegeleicht, im Anfang schon Gott, Himmel und Erde und der Geist war nicht so los. Okay, wer von euch war in den 80er Jahren schon am Leben, sag ich jetzt mal? Und wie war das so? Alle besser? Zumindest war die Musik wahrscheinlich deutlich besser, weil damals war keine Westbands hier. Ist das so? Okay, Udo kam. Ich bin jetzt besser, ne? Ich war nicht dabei. Jedenfalls in den 80er Jahren haben wir ja schon ziemlich doofe Sachen gemacht. Jetzt rechnet ihr so einen Kopf und dann sind die jetzt voll alt. Ja. So sieht's aus. Wir sind voll alt. Rod nicht, weil Rod war in den 80er Jahren noch nicht dabei. Er war zwar auch schon geboren, aber ich glaube in den 80er Jahren hast du beim Rainbow zu spielen. Große Erfolge gefeiert. Wir jedenfalls, ich nenne uns jetzt mal in Zukunft einfach nur die drei Alten. Wir haben Musik gemacht und eins von diesen Liedern aus den 80er Jahren würden wir jetzt gerne spielen. Das ist ein Lied, was wir noch nicht sehr oft gespielt haben, deswegen kennt ihr es vielleicht gar nicht. Vielleicht kennt ihr es auch und findet es total gut. Ist mir eigentlich scheißegal. Ich will nur die Zeit überbringen, in der ich Tee trinke. Problem ist nur, wir haben die Predigt eigentlich Tee trinken. Wie machen wir das jetzt? Vielleicht klatscht ihr einfach mal ein bisschen Applaus. Raus, was ihr macht. Das ist Rock'n'Roll!
da hinterm Mischpult. Fast.
Perfect time.
massiven Laola-Einsatz lösen können, schätze ich. So eine einfache Laola-Einsatz. Und eine einfache Laola von uns aus gesehen, rechts nach links. Ist das okay mit euch? Sicher! Körper seid ihr sicher! Yeah!
Thank you.
das Berlin. Besonders hasste Bassschläger, wie es sich an jeder Ecke gibt. Ein Duell war unausweichlich. Meine Angst entsprechend groß. Ohne Angriff einer Chance gehe ich auf ihn los. Als ob er mir fertig war, dann sah ich ihn warten sein. Ist das alles? Is that
trinke, dann wird meine Hand trocken. Deutsche Rebel. Okay. Das Lied von einem alten Mann. Ein bisschen älter als die Ärzte. Das gibt's, ja, das gibt's. Und alle, die warten, werden ganz nervös. Und an den
Jede Wahrheit braucht ein Mundwinkel, das wir uns nicht zu sagen, wenn wir die Wichtigkeit haben. Beim Unfall, ihr Lieben... Conner hat das gesagt. Beim Unfall, ihr Lieben, müsst ihr mir was versprechen. Bitte tut euch nicht weh. Und wenn jemand hinfällt, haltet kurz inne, helft ihm auf oder ihr. Ganz ehrlich, wir haben bei diesem Lied schon eine Schneise von Verletzten durch Deutschland hinter uns hergezogen. Wir tun die alle leid, die ganzen gebrochenen Nasen, aufgeplatzten Rücken. Aber wir können deswegen das Lied trotzdem nicht spielen. Das geht nicht.
Villa B. Worte, eine Geschichte mit Worten. Oder vielleicht Worte, die eine Geschichte geben, wie dem auch sei. Jedenfalls Dinge, die sie wahrer nicht sein können. Manchmal kann man meine eigenen Worte so ergriffen, dass sie mir fehlen. Das hat nichts mit Alzheimer zu tun, oder nur bedingt, sondern einfach, dass diese Worte so wahr sind. Wenn mir dann die Worte fehlen, dann helft ihr mir, oder? Kosmos, dann helft ihr mir, oder? Manchmal, aber nur manchmal, hat es auch
Aber Ladies, merkt ihr doch etwas, eine Nachtmeda ist sehr selten. Ja, ihr wollt nicht wissen, was damit gemeint ist. Ja, das sind keine Freudentränen. Okay. Es wäre schön, wenn ihr mit Freunden liegt, wieder ein bisschen Interaktion von euch zu bekommen. Gegen dein Inter! Amy Winehouse und Pink Doherty waren heute bei uns im Bus. Haben gesagt, sag mal, Papi, Frau Mela, wie macht ihr das? Seid die beste Band der Welt? Auch welche sind wir? Also Best Band in the World, ich sag's jetzt mal. Und wir haben gesagt, Amy, Pete, ihr seid null. You are nuts. It's one thing to take drugs. Das war eine zu nehmen. It's another thing to be the best band in the world. Ist eine andere Sache, was? Naja, die Unterhaltung war ziemlich sinnentleert. Was soll ich da sagen? An der Raststätte haben wir sie rausgeschmissen, haben sie am Kopf gesagt, bei Würstchen, tschüss. Und deswegen würden wir gerne beim nun folgenden Lied im Refrain eine Krankenwagen-Sirene von euch haben. Das geht so, die alte Unterhaltung. Nicht von ein paar, von allen bitte. Eins, zwei, drei. Es wird lauter, dann im Refrain, es ist richtig laut. Ein Höllenlärm in diesen ganzen Krankenwagen sehen. Was soll Piet erst sagen? Ich hab den Tag so oft verflucht, als wir uns kennen. Ich habe alles schon versucht, aber unter den Bestärken explodiert dir meine Lieblingsplatte. Das hat mich aufgeregt. Du hast mich gesagt, thank you.
es gewesen sein, Cottbus. Und jetzt wollen wir uns nicht mehr so langweiligen Zugang rufen, sondern geht uns näher.
diese Wirtschaft auf der Erde, du hast mich verlassen. Das ist groß, du bist mit dir, du bist mit dir, du bist mit dir. Aber du, ich bin erstmal ein Bier, sonst ich hab mich an der Tage. Der leider nicht unernster wird über die Jahre eigentlich immer schlimmer. Ein Lied gegen die Nazis. Wir haben auf das Dreckspack keinen Bock mehr. Damit ist alles gesagt. Bye.
Oh, wir haben gerade in der letzten Energie in den antifaschistischen Widerstand gesteckt. Lass sie mal, ja. Lass sie mal in Ruhe. Die sind völlig in Ordnung, die sind gegen rechts. Wir können jetzt mal eine Runde durchhängen hier. Genau, wir spielen jetzt einfach mal ein Lied zum Ausruhen, okay? Es ist zufällig auch das letzte Stück, also von daher, wenn ihr schon gehen wollt. Aber es ist andererseits auch ein sehr schönes Lied, das wäre schade, wenn ihr jetzt schon gehen könnt. Das andere trägt wahrscheinlich unter Bassisten mit sich fort. Kann
Ich verzettel, ich gebe es zu. Aber du kommst mal raus mit Schubidubidu. Ich trinke mein erstes Bier und dann will ich brechen. Ich komm sonst den ganzen Tourbus zu. Bela Schulterin bist wieder mal du. Du sollst mich doch nicht zu Drogen verführen. Du sollst du wieder nachts in meine Koje kommen, mich ein bisschen unsinnig. Wenn du ohnmächtig bist. Lass mich halt nicht vorher deine Kacke riechen. Kannst du ein bisschen länger auf mich gucken? Darin würdest du meine Kacke riechen, mein Freund. Dann würdest du ziemlich dahin siechen. Wo sind wir eigentlich schon wieder? Ich stehe dir auf der Bühne. Guck mal, was da runtergefallen ist. Warte mal, gib's mal auf. So, meine Damen und Herren, so sieht Niveau aus bei den Ärzten. Es ist sehr klein, es ist sehr zerbrechlich. Und es ist tot. Es ist tot, oder? Damit brauchen wir nicht. Niveau kann mir echt gestohlen bleiben, weil Niveau kann keine Schecks unterschreiben. Ich hole immer mit allerbeste Niveau. Jetzt steckt mir Fahrer in den Seilpopo. Ja, hier ist mein deiner Faust. Oh, jetzt, Schluss jetzt hier. Eines Tages werden wir uns entsprechend nach. Eines Tages. Willst du, lieber Bela, den dir angetrauten Fabian zu deinem, die wollen hier Polonaise machen, verdammte Scheiße. Zu deinem, die wollen hier Polonaise machen, verdammte Scheiße. Zu deinem, na, weißt schon, eines Tages werden wir uns rächen. Ihr wollt nur Polonaise-Musik machen, okay? Jetzt geht es los mit Kampfmusik. Brutal gebrochen wurde und ich wollte Rache nehmen. Die wollen immer noch ihre Polonaise. Die wollen einfach nur, dass sie jemand an den Möpse fest. Jungs, könnt ihr euch bitte mal erbarmen? Macht das doch einfach. Die sind mal schon die ganze Tour so läufig. Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde Hobby und Steffi sprechen. Zu spät, zu spät, zu spät.
Astros Super Campus. Wir bedanken uns bei Fahrer Urlaub. Wir bedanken uns bei WLAW und wir bedanken uns bei Sausage. Bei dem neuen Dienstag der Baby Champions, bei Rodrigo González. Dein Konzert ist perfekt und die Leute warten aus dieser vergoldeten Kehle. Bondes. Es wird nicht so viel wie Sonntag. Remember, I love you! Thank you.